Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute wieder den Dr. Pater Anselm Grün hier. Er ist Buchautor, er ist Pater in der Abtei in Würzburg. Die Ortschaft kenne ich jetzt nicht mehr, ich weiß sie doch. Münster-Schwarzbach, jetzt habe ich sie. Er ist ein herzensguter Mensch und hat uns bereichert schon mit einigen Sendungen. Er hat über 300 Bücher geschrieben, in 30 Sprachen übersetzt. Also ein Mensch, der ganz, ganz viele Menschen schon im Herzen berühren durfte, konnte und aber auch mich berührt hat. Und es ist mir eine große Ehre, heute ein weiteres Gespräch mit ihm über das Thema Rituale zu führen und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also bleiben Sie dran, das geht gleich los. Ja, lieber Pater Anselm, ganz herzlich willkommen. Danke, dass ich mit dir über das Thema Rituale sprechen darf. Rituale hört sich schon so ein bisschen esoterisch an. Auch hier möchte ich vielleicht einmal dich fragen, Esoterik, was heißt das für dich? Wörtlich übersetzt heißt ja das Wissen des Innern. Es ist ja eigentlich etwas Gutes, oder? Klar, Esoterik heißt, dass der Glaube eben nicht mehr äußerlich ist, sondern innerlich. Natürlich, was wir heute unter Esoterik sehen, muss man sagen, die Esoterik hat durchaus viele christliche Traditionen aufgegriffen, die Kirche vergessen hat. Zum Beispiel Engel oder Fasten, das war ja in der Kirche präsent, aber hat die Kirche dann vernachlässigt. Abgrenzend, die Gefahr der Esoterik ist manchmal, dass sie über alles verfügen möchte, über Gott verfügen möchte. Und da muss man aufpassen, die Übungen sind gut, aber immer wenn jemand verheißt, damit kannst du alle Probleme lösen, dann bin ich skeptischer. Es ist ein Übungsweg, der spirituelle Weg ist ein Übungsweg, der uns hilft, auch gesund zu werden. Aber wir können nichts erzwingen, dass ich sage, ich mache die Übungen, dann muss das so und so klappen. Ich hatte kürzlich einen indischen Mönch hier und hatte ihn auch mal darauf angesprochen, zum Beispiel über das Thema Channeling. Ist etwas, was ja sehr häufig in der Esoterikbranche da herkommt. Und habe ihn mal gefragt, was er davon hält. Und er sagt, wahrscheinlich channeln die sie mit ihrem eigenen Unterbewusstsein, aber bestimmt nicht mit dem lieben Gott. Wie sieht das eigentlich dann die christliche Kirche? In der Tradition der Mystiker gab es ja auch viele Visionen und tiefe innere Erfahrungen, aber das ist immer ein Geschenk. Und immer wenn ich da eine Technik mache und ich sage, ich kann das, dann bin ich skeptisch. Dann ist schon die Gefahr, dass man eher ein Geschäft daraus macht und alles wird verfügbar. Mhm. Ich habe die besondere Fähigkeit. Und die Gefahr auch mancher Esoterik ist, die Flucht in die Grandiosität. Also ich bin was Besonderes. Also mir hat ein Freund, der ist Psychologe, und sagt, manche Klientinnen, die haben Beziehungsprobleme oder vielleicht beziehungsunfähig, aber sie betrauern das nicht. Also ich möchte es anschauen und dann kann ich es bearbeiten. Sondern sie fliehen in die Grandiosität, sagen, wir sind ja schon verschmolzen mit dem Göttlichen, nur die Banalen brauchen noch Beziehungen. Ich bin ja schon eins mit allem. Das ist eine Flucht in die Grandiosität. Und er meinte, irgendwann merken die halt trotzdem ihr menschliches Bedürfnis nach Nähe und fallen dann sehr unsanft auf die Nase. Und immer, wenn ich Spiritualität benutze, um mich über andere zu stellen, dann wird's gefährlich. Aber genau das ist es doch. Ich meine, ich habe da ganz viel Machtmissbrauch schon erlebt und gesehen, wo man einfach sagt, ach, ich sehe an dir eine schwarze Glocke und weiß Gott was, oder? Und da bist du schon mal in der Ohnmacht. Oh, was willst du jetzt da noch entgegnen und sagen, der, wenn er sowas sagt? Also, du siehst das auch gefährlich. Ja, das ist. Also Leute, die das könnten, würden es nicht sagen. Ja, zu mir kam auch mal eine Frau, die sagte, ich kann ihre Seele genau sehen. Habe ich gesagt, oh, das ist schön. Danke. Aber dann habe ich gefragt, und wie schaut ihr Leben aus? Wie ist so? Dann habe ich gemerkt, all dieses war nur die Fassade von einem total verpfuschten Leben. Also die war unfähig, in der Stadt zu wohnen, da ist zu laut, am Dorf ist zu einsam, jede Arbeit ist zu schwer.
Also sie hat das gebraucht, dieses Ich bin was Besonderes, ich kann dich ganz und gar durchschauen, weil sie sonst nicht leben konnte. In der Psychologie sagt man, das ist eine suboptimale Lösung, das hält sie noch am Leben, aber sie hat kein wirkliches Leben. Ja, es ist ein Schein, nach außen zu wirken oder wirken zu wollen, aber im Sein sind diese Menschen auch nicht. Ja. Also du bist auch kritisch, diese schnellen Channelings da zum liebe Gott oder zum Erzengel so und so weiter. Ja. Gut, das sehe ich eben auch so. Gehen wir rüber zu den Ritualen. Im Vorgespräch, wo leider die Kamera noch nicht gelaufen sind, haben wir auch über sogenannte Rituale in Häusern geredet, wo ja früher schon gemacht wurde, aber mit einem anderen Denken als heute. Ja, in der katholischen Kirche ist üblich am 6. Januar, am Epiphanie, die Haussegnung. Man nimmt Weihrauch und Weihwasser und geht durch die Räume, und dass sie einen neuen Geruch bekommen, und mit Wasser, das gereinigt wird. Evangelische Theologen haben gesagt, es ist heidnisch, das haben die Germanen gemacht, die haben die Dämonen ausgetrieben, wir Christen brauchen keine Dämonen auszutreiben. Ich habe gesagt, ja, wir brauchen keine Dämonen austreiben, aber in jedem Haus gibt es Konflikte, die unter den Teppich gekehrt worden sind, es gibt eine vergiftete Atmosphäre, und wenn wir das Haus segnen, dann heißt es nicht, du hast die Atmosphäre vergiftet, du hast den Konflikt unter den Teppich gekehrt, sondern es ist einfach was. Es gibt Verwicklungen in der Familie. Wir schauen das an und gehen ohne Anklage, sondern einfach durchs Haus, der Hoffnung, dass da was gereinigt wird, die Atmosphäre gereinigt wird, dass ein neuer Geruch da ist. Psychologen wissen, dass Weihrauch durchaus heilsam wirken kann, weil es die Spannungen im Menschen im Raum löst. Also das ist durchaus auch psychologisch weise, diese alten Rituale. Nur ist wichtig, dass man sie nicht magisch versteht, sondern dass man spürt, ja, das ist auch ein Ausdruck von Glauben, dass Gottes Geist, Gottes Segen in unserem Haus wohnt und dass ich in gesegneten Räumen lebe. Mir hat die Frau gesagt, wenn ich morgens ins Wohnzimmer gehe, spüre ich schon die negative Atmosphäre von dem schiefgelaufenen Gespräch von gestern Abend. Und wenn ich den Raum segne, am Morgen vielleicht, dann gehe ich in einen gesegneten Raum, dann gehe ich anders in diesen Raum. Aber das ist doch so, ich meine, wenn ich in einen Raum komme, wo zwei Leute miteinander gestritten haben, dann merke ich doch diese knisternde Energie. Ja. Ob die jetzt nur mit der Segnung alleine schon nicht mehr knistert, weiß ich nicht, habe ich noch nie getestet. Ich will mal lüften vielleicht, das Fenster. Ja, also weil wir Rituale sind, ich halte auch viele Führungsseminare für Manager. Und dann mache ich auch mit den Rituale, und am Morgenritual lade ich sie ein, diese Gebärde, die Segensgebärde, die vorzustellen durch meine Hände, strömt jetzt der Segen zu meiner Familie, zu meinen Kindern zum Beispiel. Und ich stelle mir vor, dass der Segen die Kinder einhüllt wie ein schützender Mantel und sie durchdringt, dass sie im Frieden sind mit sich. Und dann lasse ich den Segen in die Räume strömen von meinen Küche, Wohnzimmer, dass ich das Gefühl habe, ich lebe in gesegneten Räumen, dass unser Miteinander gesegnet ist. Natürlich die Frage, kann ich das dann schon messen? Aber zumindest verwandelt mein Bild, ich gehe mit einem anderen Bild in mein Wohnzimmer, dass auch ein gesegneter Raum ist. Ich bin manchmal fixiert auf die Konflikte. Und ich lass den Segen dann zu den Menschen strömen, mit denen ich arbeite, für die ich arbeite. Und ich sage, wie wir arbeiten, hängt ja immer mit den Bildern ab, wie ich in die Arbeit gehe. Zum Beispiel eine Lehrerin ging mit dem Bild in die Schule, eine Dompteuse, ich muss die Kinder domptieren. Das ist ziemlich anstrengend. Wenn die Lehrerin jetzt die Kinder segnet, dann sind die immer noch kompliziert oder unruhig. Aber ich gehe mit dem Bild, ich gehe zu gesegneten Kindern. Also meine Einstellung ist anders, und dann erlebe ich die Menschen auch anders. Oder wenn die Sekretärin geht, hoffentlich ist der Chef heute gut gelaunt, dann ist sie schon in Spannung. Alles hängt ab von der Laune des Chefs. Wenn ich ihn segne, gehe ich anders hin. Jesus sagt ja das Wort, segnet die euch verfluchen. Viele sagen, das ist typisch Jesus, eine Beforderung.
habe ich gesagt, probieren wir es mal. Ich habe beim Kurs mal die Leute eingeladen, jemanden, mit dem ich Schwierigkeiten habe, der mich verletzt hat, so zu segnen. Die Frau sagte, das kann ich nicht, der Mann hat mich so tief verletzt. Ich habe gesagt, Sie müssen es auch nicht können, probieren Sie es mal. Dann hat sie es gemacht, dann hat sie gemerkt, das hat er gut getan. Der Segen hat, war wie ein Schutzschild, der mich geschützt hat vor der Verletzung des anderen. Und ich bin ausgestiegen aus der Opferrolle. Ich bin, konnte dem anderen aufrecht begegnen. Also wenn ich in der Opferrolle bleibe, ducke ich mich ja und sage, so schlimm der ist und so, dann begegne ich am nächsten Tag den in der geduckten Haltung, dann wird er noch weiter auf mir herumschlagen. Wenn ich aber aufrecht ihm begegne, wird die Begegnung anders. Also auch diese Dinge, diese Worte Jesu sind durchaus voller Weisheit. Das ist nicht Überforderung, ich muss nur richtig verstehen. Die Lateiner oder die Griechen sagen, Rituale schaffen eine heilige Zeit. Und heilig ist das, was der Welt entzogen ist, worüber die Welt keine Macht hat. Das Heilige gehört mir. Es ist meine Zeit, wo ich selber lebe, anstatt gelebt zu werden. Und die Griechen sagen, nur das Heilige vermag zu heilen. Die Rituale sind immer eine heilsame Zeit. Also wenn ich am Morgen oder am Abend eine heilsame Zeit habe, das braucht vielleicht nur 2-3 Minuten. Aber dann spüre ich, dann wird auch die andere Zeit anders. Es gibt jeden Tag eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, das ist meine Zeit. Ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Und dann gehe ich anders in den Tag. Also Rituale sind eine Form, anders in den Tag zu gehen und den Glauben ganz konkret in den Alltag hinein zu vertiefen. Habe ich da möglicherweise jetzt auch durch diese Rituale auch viel Quantenphysik gehört? Weil letztendlich, wenn ich ja etwas beobachte oder auch etwas tue oder mir nur das vorstelle, dann verändert sich hier auch alles. Und wenn ich ja genau das mache, was du jetzt auch gesagt hast über eine Segnung, dann projiziere ich ja genau das, was wir eigentlich wollten. Und das ist ja nichts anderes als moderne Wissenschaft. Mein Bruder ist Quantenphysiker und wir haben auch gemeinsam ein Buch geschrieben, 2 Seiten der Medaille. Nein, wirklich auch noch. Und? Ja, und da ist so ähnlich, wie du sagst. Also klar, meine Gedanken, der Segen, der bewirkt etwas, sogar bis in die Materie hinein, ja, weil auch die Materie, wie wir uns vorstellen, so gehen die Experimente. Also wir dürfen vertrauen, dass es auch eine Wirkung hat. Wir müssen es nicht alles naturwissenschaftlich beweisen, aber die Naturwissenschaft, die Quantenphysik zeigt uns, dass es nicht jetzt nur blöde, altmodische Ideen sind, sondern dass es durchaus auch mit Verstand das verstehen kann. Da frage ich mich immer wieder, heute wissen wir das aus der Forschung, aus der Quantenphysik, wie konnte man damals mit solchen Ritualen schon wissen, was das für Wirkungen hat? Ja, die Weisheit der Menschen war halt immer schon da, ja. Und nur der Wissenschaftsstand, der war anders. Jetzt müssen wir ja nicht Quantenphysiker sein, sondern wir können echt unsere christliche Seite wieder ein bisschen mehr zum Ausdruck bringen. Denn hier steckt dieses Wissen ja auch drin und wir könnten tatsächlich morgens ein Haus segnen, wenn wir reinkommen und uns allen einen erfolgreichen Tag wünschen mit viel Gesundheit und Fröhlichkeit. Zum Beispiel in der Tradition gibt es ja Schwellenrituale. Schwellenrituale einmal bei der Geburt, Lebensmitte und so weiter, Heirat, Lebensmitte, Tod. Aber es gibt auch die Schwellenrituale, wenn man einen Raum betritt. Zum Beispiel in meiner Familie und katholischen Tradition ist es oft, da war bei der Haustür ein Weihwasserbecken. Und wenn man rausgegangen ist, hat man Weihwasser genommen, um sich gleichsam zu schützen. Ja, das, was heute ist, dass ich geschützt bin. Und wenn man heimkommt, hat man wieder Weihwasser genommen, um gleichsam die Trübungen durch die Arbeit, durch den Chef, der mich verletzt hat, durch die komischen Worte, die in mir sind, ich lasse das alles, reinige mich von meinem Denken, von meiner Vitalität, von Unbewussten, Bewussten, damit ich rein, als ich selber in die Wohnung gehe, dass das alles draußen bleibt. Also man muss das nicht machen, ja, aber es war einfach ein Bewusstes, es ist mein Haus. Ich sage manchmal, wenn ich über den Chef mich ärgere,
du musst deinem Chef Hausverbot erteilen. Daheim denkst du nicht mehr nach über ihn. Mhm. Und so ein Ritual ist so wie so eine Hilfe, dass ich das dann auch tue, dass der Chef, der bleibt es draußen, ich reinige mich von meinem Chef. Du hast vorhin den 6. Januar angesprochen, wo man ein Haus reinigt. Aber eigentlich müsste man doch das jeden Tag machen. Ja, man kann jeden Tag zum Beispiel mit diesen Segensgebärden beginnen. Und das dauert vielleicht 2-3 Minuten. Das kann man allein machen, wenn man in seinem Badezimmer ist. Und dann werde ich anders in die Familie gehen, anders. Ein Manager sagte mir, er muss 300 Kilometer von seiner Wohnung arbeiten. Also während der Woche ist er in dem Arbeitsort. Aber er macht es jetzt jeden Morgen. Das verbindet ihn mit seiner Familie. Und er kann aber auch die Kinder loslassen. Er muss sie nicht kontrollieren, was sie jetzt genau machen, sondern er vertraut, sie sind nur im Segen Gottes. Dann hast du noch Weihrauch angesprochen. Ich glaube, das ist auch eine ganz alte Tradition oder ein Ritual, dass man Räume mit Weihrauch ausräuchert. Das macht man, glaube ich, auch in den Kirchen, oder? Ja, in der Kirche wird immer, also am Sonntag zumindest, haben wir immer Weihrauch bei der Kirche. Und es gibt auch medizinische Untersuchungen, dass der Weihrauch durchaus eine heilende Wirkung hat. Oder es gab im Vorarlberg zum Beispiel die Tradition, im November hat man die Räume auch mit Salbei geräuchert, so hat auch was Heilendes. Es löst einfach Spannungen so im Raum. Es hat offensichtlich eine heilende Wirkung. Ja, ich glaube auch auf die Psyche und man ist dann auch entspannter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, entspannt zu sein und offen zu sein für die Informationen und den Segen im gemeinsamen Zusammensein. Und das finde ich etwas, was wir uns alle immer mehr genießen sollten wieder, dieses gemeinsame Miteinander. Ja. Also Rituale sind ja beides, sind meine persönlichen Rituale zum Beispiel. Ganz wichtig ist auch das Abendritual, also wenn ich von der Arbeit heimkomme. Das ist ein anderes Bild. Rituale schließen eine Türe und öffnen eine Türe. Ich muss die Tür der Arbeit erst schließen, damit die Tür der Familie aufgehen kann. Wenn die Kinder merken genau, ob die Tür meiner Arbeit geschlossen ist oder ob ich noch immer bei der Arbeit bin. Das ist das eine. Und vor allem am Abend erlebe ich manche Leute, die dann ständig überlegen, hätte ich doch mich anders entschieden, wäre ich doch im Gespräch mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meinem Mitarbeiter freundlicher, achtsamer gewesen. Vor lauter hätte und wäre kommen sie nicht zur Ruhe. Ich sage immer, der Tag ist vorbei, den kannst du nicht mehr ändern, der ist so, wie er ist. Aber das Ritual bedeutet für mich, dass Gott auch das nicht optimal geführte Gespräch noch in Segen verwandeln kann. Und dann ist so ein Abendritual, ich halte den Tag einfach Gott hin, so wie er war. Und statt hätte und wäre ich doch, es ist so, wie es ist. Und ich vertraue, dass Gott es in Segen verwandelt, für mich, für die Menschen. Und dann kann ich es auch loslassen. Und ich kann diese Gebärde benutzen, bewusst mit der Brille der Dankbarkeit auf meinen Tag zu schauen. Das heißt nicht, ich muss positiv denken, sondern ich versuche mal, mit der Brille der Dankbarkeit zu anschauen. Und da werde ich immer was finden, dankbar zu sein für meine Familie, für meine Gesundheit, für meine Arbeit, für die Natur, für das Haus oder wie auch immer. Und dann werde ich anders auch ins Bett gehen. Es gibt ja den deutschen Spruch, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Die Dankbarkeit verwandelt auch mein Gefühl. Dann kann ich anders den Tag beschließen. Wow, schöner Satz wieder gewesen mit der, ich bin dankbar, dass ich glücklich bin und umgekehrt. Also, das ist. Und das andere ist, Rituale schaffen auch eine Familienidentität. Rituale sind ja der Ort, wo Familie, wo Gefühle geäußert werden, die sonst nicht geäußert werden. Und gut, es gibt Familienrituale, die gemeinsame Mahlzeit, wenn man die mit Gebet anfängt, das ist jetzt nicht unbedingt, man muss es, aber so, es gibt das Zeichen, eine Mahlzeit ist was Besonderes, es ist nicht eine Sättigungszeit, sondern eine Mahlzeit.
Und Mal hat die gleiche Wurzel wie Medicus, wie Arzt. Also es ist was Heilsames. Und zu wissen, sind gesegnete Gaben. Oder ein Beispiel, jede Familie feiert Geburtstage. Die kann ich so äußerlich halt nur gratulieren und Routine machen. Oder gerade runde Geburtstage kann man halt auch im Ritual feiern. Auch da ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Vater ist schon sehr früh gestorben. Und immer wenn meine Mutter Geburtstag hatte, war die ganze Familie zusammen. Meine Geschwister haben Buffet gemacht und Essen. Und mir haben gesagt, du hältst die Ansprache, weil du am besten reden kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann kann man nicht immer das Gleiche sagen. Dann habe ich jetzt mal ein Ritual gemacht. Zum Beispiel einmal, ich halte jetzt keine Rede, ich möchte meine Geschwister einladen. Jeder soll sagen, was habe ich von meiner Mutter gelernt? Und da war auf einmal der Mutter hat's gut getan. Meine Nichten und Neffen, die haben spannend geschaut, was ihre Eltern sagen über die Mutter. Oder ein anderes Ritual, wo wir ein Lied gesungen haben, du bist ein Segen, gesegnet bist du. Ich habe meine Geschwister eingeladen, jeder die Hand aufzulegen und dann die Arme, Schulter zu berühren, zu streicheln. Das hat der Mutter gut getan und den Geschwistern auch. Rituale sind Orte, wo Gefühle geäußert werden, die sonst nicht geäußert werden. Und Rituale schaffen eine Familienidentität. Wir sind doch wer, wir haben noch Formen. Wenn die andere Frau erzählt, die haben auch 5 Geschwister, als die Mutter 75 geworden ist, haben sie zwar gemeinsam gegessen, das einzige Ritual war, ein Sektglas hochzuhalten, aber selbst da hat keiner ein paar Worte gesagt, ja. Und die Feier ist dann geendet, dass manche zu viel getrunken haben und zu viel Streit war, ja. Die Frage, wie feiere ich so ein Ritual? Ne? Mhm. Das ist auch eine Chance, Gefühle zu äußern, die sonst nicht geäußert werden. Mhm. Ich habe nochmal gelesen in einer Studie drin über das Segnen eines Essens, was das ja noch für viele gut gesundheitliche Komponenten hat. Also der Speichel läuft, der Mund beginnt langsam anzufangen. Man sagt auch, die Energie des Essens ist ganz eine andere, wenn man das Essen segnet. Aber diese Rituale sind doch heute auch sehr stark verdrängt worden oder kaum mehr vorhanden. Ja, klar, es ist ja gut, sich gesund zu ernähren. Aber manche sind so fixiert, welche Stoffe sind jetzt da drin. Ein Beispiel, unser Abt war bei den Maasai eingeladen in Afrika zum Mittagessen. Und da war Fleisch auf seinem Teller, das war ganz unappetitlich. Und er hat gedacht, wie kann ich das entsorgen? Aber das war nicht möglich, da rauszukommen. Dann hat er es eben gesegnet innerlich. Und dann ist es ihm gut bekommen. Das wäre vielleicht auch besser, statt so fixiert zu sein, ist es jetzt noch gesund? Es gibt ja heute so viele Theorien, was alles gesund ist und was nicht gesund ist. Einfach darauf zu achten, aber dann auch zu segnen. Das sind Gesegnete, sie bringen Segen. Sie segnen meine Gesundheit, unser Miteinander. Ich habe noch ein Thema, aber ich glaube, das nehme ich in die nächste Sendung rein, was ich gerne mit dir noch machen möchte. Und zwar, ich möchte es schon mal ankündigen, über diese Familienidentität, wo du vorhin das Wort erwähnt hast. Da mache ich mir große Sorgen um das Familienbewusstsein heutzutage, um was alles passiert in unserer Welt, dass immer mehr Familien getrennt werden. Da möchte ich mal deine Sichtweise dazu hören. Da machen wir aber die nächste Sendung daraus. Gut. Ich glaube auch, wir sind gut beraten, wenn wir viele, viele Rituale wieder einführen würden und uns Zeit nehmen würden für diese Rituale. Und auch deine Art und Weise, wie du ein Geburtstagsfest mit deiner Mutter, nur schon mit so Kleinigkeiten, was fand ich ganz besonders an dir oder was habe ich Tolles an dir lernen dürfen? Solche Formulierungen, das ist das größte Geschenk, das man machen kann. Mhm. Das geht ins Herz. Mhm. Viel besser als jeder Materialismus nach außen gerichtet. Ja. Tausend Dank auch für diesen wunderbaren Tipp, lieber Pater Dr. Anselm Grün, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich will einfach Sie darauf aufmerksam machen, aus persönlichen Gründen heraus, sich mit diesen Büchern auch von unserem Gast mal vertraut zu machen. Denn
das ist jetzt keine Werbung, was ich jetzt da mache. Nein, das ist wirklich eine Möglichkeit, uns weiterzubilden in unserem Bewusstsein, in unserer christlichen Ausrichtung, in unserer, ja, vielleicht eben auch über Rituale, wie wir heute gesprochen haben. Was für Arten Möglichkeiten können wir wieder persönlich einbeziehen in unser Leben? Oder auch das Buch, was ich heute gehört habe, wo er mit seinem Bruder geschrieben hat über Quantenphysik. Das finde ich eine ganz spannende Schnittstelle. Das muss ich übrigens lesen. Das ist ganz faszinierend natürlich. Ja, lassen Sie sich inspirieren. Hier ist sicherlich eine ganz wertvolle Quelle, wo ich Ihnen ganz von Herzen empfehlen darf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine segenreiche Zeit. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.